Wir befinden hier uns vor dem Waffelhaus. Jetzt werden Waffen probiert. Let's go. Und somit herzlich willkommen im Video. Das erste amerikanische Frühstück. Great. Und wie findest du die Vorspeise? Lecker. Ist gut, das Ei und das Rösti. Und was war noch drauf? Sausage. Und Toast. Top. Top. Und das sind meine Waffeln. Probieren wir mal, wie die schmecken. So, probieren wir mal. Perfekt. 9 von 10. Jetzt bin ich gespannt, was du meinst. So, ich bin gespannt, was du jetzt dazu meinst. Ein kleines Stück geschnitten und jetzt probiert er mal. Gut, oder? Was ist dein Rating? 10 von 10. 10 von 10, sagst du. Das sind jetzt die neuen Hosen, wo ich dazu mal gekauft habe. Kleine Story. Die waren mit $120 angeschrieben. Und dann war da 10% off, also $10 off. Und dann habe ich gesagt, ey, du hast das noch nicht getippt. Und der hat mir nachher einfach anstatt $10 off, einfach $20 off getippt. Und ich habe nichts gesagt. Jetzt habe ich die anstatt für 120 nur für 100 bekommen. Und jetzt sind wir beim T-Shirt City. Hier gibt es, glaube ich, ganz günstige T-Shirts. Wir haben uns 2 Partner-Look-T-Shirts gekauft. Bam, schaut mal. Die sind hier im Sack drin. Yes, war nur ein Show. Hier sind die On-Schuhe einfach viel günstiger als bei uns in der Schweiz. Ich probiere jetzt den On in Größe 49. What is this show bro doing? Probieren wir mal. Oh, let's go. Oh, es fühlt sich ganz anders an. Let's go. Der würde mir sogar gehen. Schaut schön ein Daumen vorne. Vertraut mir, wenn ihr einen Schuh habt, immer ein Daumen vorne. Bananenhändler ihres Vertrauens, hier nehmen sie eine Banane. Komm, rein mit dem. Und zu die Luke. Und das war die Luke. Jetzt gehen wir hier auf diese Tankstelle etwas Kleines zu trinken kaufen. So fühlt es sich an, wenn man die ganze Zeit wie ein Päckli im Auto sitzt. Und jetzt gehen wir in diesen Convenience and Gift Shop Store. Piazza della Cimere! Schmecker, lecker, schmecker. Nicht schlecht. Ja, ich gebe dem seine 7 von 10. 7 von 10? 7 von 10. So, jetzt let ist me try, deine please. Meinung dran. Let me try. Gut. 8 von 10. 8 von 10. Top. Wir werden das jetzt austrinken. Ein Prosi, ein Prosi. Einfach ein Huhn. Hier sind richtig viele Hühner.
Erzähl mal, wie viele Hühner haben wir ungefähr unterwegs gesehen? Wir haben Max, wir haben Bingy Bongy, den George, Victor, Nancy, Andrew, Nels, alles dabei. Ich kenne jeden Einzelnen, aber sie sind alles deine Freunde, yes, alle deine Homies. Alle, ich auch gezogen. Ey, aber erzähl mal, wir haben ungefähr auf der Straße gesehen, sicher ungefähr 15. KFC. Die laufen einfach frei herum. Rote wegrennen. Oh, endlich sind wir nach langer Fahrt angekommen. Beim Key West. Dra. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt an dem tiefsten Punkt von Amerika. Also wir sind alles gerade ausgefahren und dorthin, wo wir jetzt gehen, ist der tiefste Punkt. Also wenn man jetzt dort wird noch weiter gehen, schwimmen, dann ist man nicht mehr in Amerika. Also wir sind ganz, ganz unten an der Karte. Yes. Am letzten Punkt von Amerika. South Key. Genau. So, jetzt noch kurz auf der Weltkarte aufgezeigt. Es befindet sich wirklich ganz, ganz unten an der Spitze von Amerika. Hier ist der erste Punkt. Aber wir schauen, ob man noch weiter gehen kann. Einfach ein Gefängnis, Jail. Hey Leute, dieser rote Punkt da vorne ist der südlichste Punkt von Amerika. Es stehen sogar Leute an für diesen Punkt. Da ist einfach ein Leuchtturm. Cocked on 4K Ultraviolet. Yeah, was machst du? Weitergehen. Findest du die Ice Cream? Lecker. Sie hat mir zu viel gegeben und dann extra noch oben drauf verrechnet. Nein, nein. Ich habe mir die Ice Cream im Becher gegönnt, aber schmeckt sehr gut. Ich habe so Karamell und Orange genommen. Was hast du genommen? Cookie und Zitronensorbet. Das heißt irgendwie Dolce de Leche, aber das sollte schon Karamell sein. Prost! Das hier ist die allererste Straße, die in den Norden geht. Also laut den Nummern, es gibt ja jede Straße hat eine Nummer in Amerika und dort ganz vorne ist Straße 0. Das heißt, dort ist eigentlich die allererste Straße. Die geht hier alles nach vorne. Ey yo Leute, was macht mein Bruder da? Der Bre hier hat vor seiner Haustür einfach seinen eigenen Einkaufswagen gesnackt. Ey yo Leute, mein Bruder muss euch eine Story erzählen. Schaut mal, was ist das, Bro? Das war einfach ein Vogel. Willst du noch etwas sagen? Wir fahren jetzt mit dem Auto noch zum Sonnenuntergang. Und filmen den dann. Sonnenuntergang und filmen den dann. Was ein Rap-Gott. Bis gleich. Wir mussten jetzt zuerst länger einen Parkplatz suchen. Aber jetzt sind wir auf dem Weg zum Sonnenuntergang. Hier hat's meine Jetskis am Spaß. Hier hat's noch ganz viele Jetskis. Und jetzt seht ihr schon das Orangene. Sonnenuntergang am Key Largo. Was sagst du zum Sonnenuntergang? Ist noch nicht am Untergehen. Ja, stimmt. Und da ist sie schon fast untergegangen. Und da ist sie weg. In Japan ist jetzt Tag, yeah. Und du läufst in jemand rein. Ich bin fast in jemand reingelaufen. Es ist jetzt mittlerweile schon dunkel geworden und jetzt fahren wir zurück zum Hotel. An den Keys vorbei. Jawohl. Über die Keys. Und da sind wir wieder beim Auto. Wir waren jetzt unterwegs zu unserem Hotel und schaut mal, was wir unterwegs gesehen haben. Einfach KFC und
Taco Bell in einem Laden? Hä? What the hell? Aber jetzt gehen wir noch etwas kleines Essen holen. Wie man's kennt, die Refill Station. Chicken Burger vom KFC. Erster KFC von Amerika. Und wie findest du deinen Burger? Geht so. Geht so? Oh nein. Das Chicken ist nicht so gut. Ui. Ich habe ein Burrito und ein Taco. Big bite. Burrito ist auch big. Lecker. Jetzt probieren wir die Fajitas. Wie findest du? 10 von 10. Aha. Und wie findest du die Pommes? Sehr gut. Aber glaub, Hard Rock Coffee war schon besser. Die sind schon nicht zu übertoppen. Ja, aber speziell. Speziell. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da und ein Abo, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, tschüss. Siebenlands.